Hallo, hier ist Theresa und ich bin wieder unterwegs mit Lemmert. Dieses Mal bin ich in der Toskana in den florentinischen Bergen gelandet. Ich habe bei Lemmert etwas über nachhaltigen Tourismus gelesen und wollte mir jetzt mal anschauen, wie das konkret aussieht. Lemmert hat mir deshalb vorgeschlagen, Caterina und Carlo in Londra zu besuchen, da sich die beiden sehr in der lokalen Entwicklung engagieren. Naja, ich wollte natürlich auch das gute Essen und die letzten Sonnenstrahlen im Herbst genießen. Ich nehme den Zug in Florenz und gemächlich geht es bis nach Contea. Vom Bahnhof aus kann man Il Tondo, das Haus von Caterina und Carlo, gut zu Fuß erreichen. Der Weg führt auf einem ehemaligen Saumpfad vorbei an der Mühle Gorazzaio Richtung Caiano. Eingebettet in einer Straßenkehre liegt Eco Tondo. Ich werde von der hölzernen Eingangstür empfangen mit all den Informationen und Aktivitäten der näheren Umgebung. Carlo ist bereits in der Küche und bereitet das Willkommensmahl zu. Dein Zimmer ist das mit dem Parkett. Ich finde mein Zimmer in warmes Licht getaucht und es fällt mir auf, mit wie viel Aufmerksamkeit das Zimmer von Caterina eingerichtet wurde. Alles wirkt so lebendig und gemütlich, als wäre man zu Hause. Beim Abendessen wird mir klar, dass die sich ständig wiederholenden Rituale und Gesten einem Ort seine besondere Bedeutung verleihen. Morgen kommen weitere Gäste, deren Ankunft vorbereitet wird. Es gibt immer irgendetwas zu erledigen und es ist niemals alles getan. Am Morgen gehen wir ins Besucherzentrum des Naturparks Parco delle Foreste Casentinesi, das von meinen Gastgebern betrieben wird. Verschiedene Akteure aus der Umgebung treffen sich heute zu einer Arbeitsgruppe. Es geht darum, Möglichkeiten zu entwickeln, den Ort so zu einem attraktiven Lebensraum umzugestalten, dass man hier sowohl leben als auch arbeiten kann. Und so lerne ich Daniele, den Amateurastronomen, kennen, Christina, die sowohl Pferde als auch Kinder liebt, Maria Luisa, die schon immer die lokale Ölmühle bewirtschaftet, Cecilia, die auf lokal-kommunaler Ebene aktiv ist, und Francesco, der die Bar Faltarone betreibt. Alle geben mir Einblick in ihre sehr speziellen Arbeits- und Lebenswelten. Und dann besuchen wir noch den Kastanienhain von Daniele in der Nähe von Castagno d'Andrea, wo die Bäume den Himmel berühren. In questo castagneto si produce in questo momento principalmente il marrone doc. Daniele sagt, dass in diesem Kastanienhain eine sehr wertvolle, qualitätsgeprüfte Kastaniensorte anbaut, die besonders süß ist und außerordentlich gut schmeckt. Thank you.
Londa ist ein kleines Dorf, das seinen Namen der Onda, also einer Welle, verdankt, die die beiden Flüsse Rinchine und Moscha früher bei ihrem Aufeinandertreffen verursachten. Abends gehen die Diskussionen weiter. Man müsste wieder mehr die Landwirtschaft betreiben. Nach 5 Tagen geht es weiter in den anderen Teil des Naturparks Parco delle Foreste Casentinesi Richtung Arezzo. Vielen Dank, Lemat, dass du mich wieder mit besonderen Leuten und Orten bekannt gemacht hast.